Wurden sie entdeckt, stoßen sie die Leute aus dem Weg, um ihre Geschwindigkeit zu behalten. Und nutzen sie ihre Sprintfähigkeit, wenn der Weg frei ist. Ich hol mir deinen Kopf! Wir haben hier deine Sacktasche, das war's! Ja, hier wirst du sterben! Lauf dir mich ab! Der Mann wird noch weinen. Ich hab doch nichts getan. Warum tut er das? Vorsicht, ja. Hier wirst du sterben. Du bist ein toter Mann. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so dankbar. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Wer hat das getan? Zeigt euch! Bewegung, verdammt! Komm zurück! Bewegung! Ich hol mir deinen Kopf! Fort, Bettler. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Ist der so eben schon, dass mich noch einmal verstanden? Ich sehe euch an. Dein Gott hat dich verlassen. Schert euch fort!
Zeitverschwendung. Habt ihr von Alain gehört? Der Schütze, der den Ostflügel bewacht? Der Bruder dieses armen Tropfes hat einen Pfeil in die Kehle bekommen. Wird kaum die Nacht überleben. Wie kann er weiter Wache schieben, wenn sein Bruder sterben wird? Er besucht ihn oft und ich übernehme seine Wache, wenn ich kann. Im Moment aber nicht. Nein. Ich muss mich auch um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Dann sollte er beten, dass der Doktor nicht von seiner Abwesenheit erfährt. Wird er nicht. Solange du schweigst. Keine Angst. Euer Geheimnis ist sicher bei mir. Nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Dies sind wirklich düstere Tage. Wo ist der Kerl, der das zu verantworten hat? Wer kann sowas getan haben? Was ist dieser armen Seele wieder? Les flammes de l'enfer vont je détruire! Dafür wirst du bezahlen! Tu ne m'échappes pas! Nicht davon kommen! Bring euch nur Schreck! Du wirst bluten! Damit kommt ihr nicht davon! Altair, er ist mir auf den Fersen. Er sah mich. Er wird mich töten. Und meine Frau und Kinder. So ein Dilemma. Seid ihr hier, um mein Leid zu beenden? Nein, Al-Mualim ist barmherziger, als ich dachte. Könntet ihr mir dann helfen? Ein Ritter der Hospitaliter verfolgt mich. Wenn ihr ihn eliminieren könntet. Ich bin hier in Akkon, seit die Kreuzritter die Belagerung begannen. Ich kann euch wertvolle Informationen geben. Wer hat diese Person umgebracht? Ah!
blutrünstiger Dieb. Dafür hacke ich dir die Hände ab. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Will mir denn jemand helfen? Nein, bitte nicht einfach. Dieb! Nur ein paar Münzen. Das wird dich lehren zu stehlen. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Haltet ein, bitte. Ihr tut mir weh. Du dreckiger Dieb. Dafür hacke ich dir die Hände ab. Stirb, du Dieb. Das tut weh. Haltet doch ein. Was habe ich denn falsch gemacht? Sagt es dir. Dieb! Das wird dich lehren zu stehlen. Meine Familie ist... Was habe ich denn falsch gemacht? Ein paar Münzen sagt wehren? Es mir doch. Stirb, du Dieb. Das tut weh. Haltet doch ein. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Gesehen, was hier passiert ist. Gib mir doch ein bisschen Geld. Er wird sich noch verletzen. Und wenn das passiert, was denkt sich dieser Mann? Es ist getan. Er ist tot. Oh, ich bin so dankbar. Hier ist alles, was ich über Garnier von Nablus, den Großmeister der Hospitaliter, weiß. Garnier erlaubt seinen Patienten, die Flure der Festung zu begehen. Keiner außer Gelehrten darf seinen Arbeitsplatz betreten und die Dächer sind mit Bogenschützen bemannt. Sicher werden diese Informationen nützlich sein, um Garnier in die Hölle zu schicken. Vorsicht jetzt! Leg dein Lager an! Wo sind die noch hin? Ja, überhört! Hier! Gerade vorbeikam. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schulde...